Hey Leute, willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Und ja, ich habe das Spiel ein bisschen auf dunkel, damit das hier alles schon viel gruseliger wirkt. So, man kann hier kaum was sehen. Jetzt könnte ich das hier noch anschalten. Dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Hier ist eh krass, so eine Zunderbüchse auch noch drin. Nehmen wir das mal. Wie viel haben wir denn? 8 Stück, okay, und fast gar kein Öl mehr. Das ist super. Kann natürlich gleich sein, dass sie gleich umfliegen. Hier zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Was zum? Es ist wenigstens etwas heller. Natürlich gerne mal mit. Jetzt kacken hier wieder Käfer rum, super. Spielen können wir leider nicht. Alter! Geh weg! Boah, ernsthaft? Boah, ah! Jetzt hat es rechtlich aber nicht mit der Hand. Ach so. Na gut, Moment. Nein! Hey. Wie steht der Stuhl hin? Den anderen Stuhl, der hier festhängt. Sehr nice. Mal den hier mit. Gott, was ist denn mit den Stühlen heutzutage los? Zack. Das geht doch. Servants.
unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. Grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Da oben kann ich nicht lesen. Altstadt und Schloss Brandenburg 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens, seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brandenburg. Die ruhigen bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen malerischen Anblick. Dennoch dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet und den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des 30-jährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihrem verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihr Wesen veränderte sich. Im Laufe der Jahre wurde sie oft gesehen und man beschreibt sie als gräuliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt, denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer und ihr Leben kämpfen hören, in feuchten Leinensäcken, die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welche dunkle Ziele mögen sie verfolgen? Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wieder gesehen.
Das heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals ein Oldstead gewesen zu sein. Man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern besuchte? Und was ist ihm zugestoßen? Es kann ja wohl nicht sein, wie viele... Ah, okay. Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brandenburg lebt mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben aus seinem Schloss nahe Oldstead. Und wie es bei den meisten adelig Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sie sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann, den kennen wir schon, aus dem Rheinland wieder errichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Religion zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohe Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburten der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam, während der Zeit der Besetzung hier lebte und wie die großen Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Das war ein langer, verdammter Text. So. Und hier bauen wir jetzt so Hebel. Ah, das waren diese Bücher dann, ne? Ah. Ich mag diesen Effekt immer, wenn man den jetzt geschafft hat. Aufnahme. Was? Bezüglich der Schließung des Weinkellers. William und seine Dummköpfe haben meine Forschungen lang genug gefährdet, mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Der Schuldheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuten Bedienstätten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brandenburg folgen. Ich muss William und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde ich in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Und Alexander war schon ganz schön krass. Die Tür hat sich jetzt geöffnet. Ah, Alter, hat mich jetzt gerade schreckt. Was? Oh. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht lang. Gibt's hier noch einen anderen Weg raus? Ich glaube schon. Hä, was? Ah! What the? Nein!
Was zum Teufel? Ich weiß, dass es manchmal Einbildungen sind, diese Monster. Alter, was? Hä? Ab wann ist der da hinten real, der da gerade lang gelaufen ist? Oh nee. Da habe ich keine Lust, dahin zu laufen. Wir müssen sogar eh erst hier lang, weil wir nämlich den Schlüssel brauchen für den Weinkeller. Junge, lass mich hier raus. Lass uns nie wieder da reingehen. Alle, eine Hand von Sand risselt unter den bröckelnden Steindecke und drückte seine Hutkrempe nach unten. Er sammelte seine Kräfte, als die Karawane plötzlich näher kam und abblieb. Okay. Okay. Ah! Aua. Jetzt habe ich die ganze Zeit hier meinen Schaden. Na, da müssen wir erst später rein. Wenn er den Schlüssel an der Tür. Achso. Die Wüstendünen waren wie Wellen auf ruhiger See. Immer wenn die Karawane weiterzog, schien die Landschaft stillzustehen. Im Lager jedoch bewegten sich die Hügel. Das sieht nicht arg besser aus. Wie schnell das Öl hergeht, das ist echt eine Frechheit. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Nee, ja, durch hier. Ach, wenn du im Dunkeln bist, wird dein Geist schon ärmlich. Verschwinden sie die Lichter in deiner Umgebung. Haben wir Hilfe? Achso, den Hinweis hatten wir ja schon. Ja, er ist nicht wiedergekommen. Ja. Hallo? Ist da jemand? Ah. Ah, ah, Hilfe, ah, ah. Alter. Hallo? Ah! Hat sie die doch nicht eingesperrt hier? Doch, doch, doch. Schnell raus. Wilhelms letzte Worte. Mein Name ist Wilhelm
Asgeri, dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brandenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte, und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meines ehrenhaften Handels als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer er es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort am Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adeligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel, aber schließlich nahm ich das Angebot rückhaltslos an. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brandenburg. Ich kann mich nicht an die Zahl erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein. Aha. Um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hatte uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schreien, ihre Haut wurde von ihrem eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle mich wie sich mein Körperinneres gegen seinen Gott gegebene Natur anflieht. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger. Königswasser, wir haben jetzt alles, ne? Das sind, glaube ich, die 3 Zutaten, die wir brauchen. Ne, wir brauchen doch 4 Zutaten auch noch, ja? Wir brauchen doch noch eine Zutat. Dann gehen wir mal die suchen. Die Tür haben wir noch nicht abgecheckt. Ah! Falls ein Feind in der Nähe ist, lass dich nicht von ihm sehen und versteck dich im Dunkeln, lösch wenn möglich die Laterne. Alter. Nein, hier geht's ja gar nicht weiter. Aber hier ist was. Nein, das sind Laudanum. Um deine geistige Gesundheit zu verbessern, das war der körperliche Zustand. Okay. Dein geistiger Zustand ist jetzt beständig schlecht, bleib im Licht und versuche weiterzukommen. Ja, wie denn? Da ist ein Monster. Immer noch Punkt, Punkt, Punkt. Das ist nicht gut. Hat er die Tür aufgemacht. Das Monster. Weiß ich nicht, haben wir eine Zutat? Ach komm jetzt.
mach die Lampe an, das ist das erste, was ich höre. Das ist ja geil. Boah. Ich sehe dich schon nicht mehr was. Ich hab gewusst, hier gibt's noch eine Zutat. Ich will nicht umfallen. Glasklar. So schnell kannst du wohl gehen, mein lieber Daniel, ne? Oh, ich hätte es vielleicht lesen sollen. Ah. Alter, nein! Da muss ich jetzt durch, oder was? Da sterbe ich. Guck mal, ich sterb da. Doch nicht. Er setzte sich bei der war nieder und drang nach Luft, Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den sandbedeckten Boden. Aber ich bin ja den Part von Amnesia The Dark Descent. Wir machen hier im Labor beim nächsten Mal weiter und ciao.